Wir haben uns ja im Herbst 89 eigentlich alle Menschen, die sich da begegnet sind und die aufgebrochen sind. Und wir haben da ja nicht sortiert. Also wir haben die Vergangenheit mal beiseite gelassen. Also da waren natürlich auch in den Kirchen und bei den Demos waren SED-Mitglieder dabei. Na ganz klar. Und die waren auch willkommen. Ja, also ich habe größten Respekt vor Menschen, die sich seinerzeit auf den Weg gemacht haben, denen klar geworden ist, dass sie dieses Räderwerk der Angst im Kopf hatten und die das aber überwunden haben und empfunden haben, dass ihr Leben in dieser Gemeinschaft mehr sein muss, als nur auf einem Appellplatz stramm zu stehen. Und von daher war der Blick auf die Menschen eigentlich so, dass wir uns gegenseitig alle als fähig betrachtet haben, sich für diese Gesellschaft zu engagieren. Und genau diesen Gedanken und dieses Empfinden, das finde ich wieder bei der direkten Demokratie. Darauf setzt ja die direkte Demokratie. Das ist das, was sie ja ermöglichen will, dass jeder ja, mit seinen Ideen, aber auch mit seiner Kritik an dem, was passiert, die Möglichkeit haben muss, das zu artikulieren, sich mit anderen zu verbinden und vielleicht für andere Lösungen zu sorgen oder aus seiner Sicht falsche politische Entscheidungen auch zu korrigieren. Und da reicht es nicht, dass wir alle paar Jahre wie Analphabeten mal ein Kreuzchen auf irgendeiner Wahlliste machen und die Kandidaten haben uns die Parteien serviert, sondern wir müssen zwischen diesen Möglichkeiten, die soll es geben, und ich schätze die sehr, wer einmal für freie und geheime Wahlen auf die Gas gegangen ist, der lässt sich's auch nicht nehmen und auch nicht, lass es mir auch nicht ausreden, zur Wahl zu gehen. Das ist mein Wahlrecht, ist ein hohes Recht und ich möchte es nutzen, aber ich möchte, dass meine Stimme mehr bewirkt. Darum geht es mir. Ich will mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Ich will Kandidatenaufstellungen mitgestalten können und ich will nicht fertige Listen einfach abnicken als Wähler. Das ist das eine. Aber wir müssen eben auch zwischen den Wahlen die Möglichkeit haben, unsere Belange nach vorne zu tragen. Für mich ist das etwas, was ganz viel mit Menschenwürde zu tun hat. Ein selbstbestimmtes Leben, das gehört einfach zur Menschenwürde, sonst können wir nicht würdig unser Menschsein leben oder vielleicht auch ausleben. Ja, also dann sind wir unvollständig. Es gehört zu uns, dass wir als Menschen selbstbestimmt leben und das gibt uns die direkte Demokratie.